Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein Journal gebastelt und zwar mit dem Thema Feen mythisch grün-braun. Also so Natur und so ein bisschen Feen drinne. Das fand ich nämlich irgendwie mal ganz cool, gerade weil ich so super tollen Stoff hatte, der da richtig toll zupasste. Wir haben hier eben dieses, das ist so Samtstoff, Samtstoff in so mega schön grün. Und einmal rundherum habe ich diese Spitzenborte hier angenäht. Alles mit der Nähmaschine, also war eine Heidenarbeit, kann ich euch sagen. Und dann diese goldene Applikationsspitze hier auch nochmal drauf genäht. Das war schon Kunst, weil man so diese ganze Rundung dann mitmachen musste. Und ich habe extra probiert, einen Faden zu nehmen, der wirklich minimal nur auffällt, weil er eben passend zu diesem Stoff hier ist. Genau, das Ganze wird diesmal sogar verschlossen, oh Wahnsinn, mit einem passenden Chiffonband. Es ist wirklich farblich passt es einfach perfekt zu dem Ganzen. Und ja, das finde ich immer ganz toll, ne, wenn das alles so schön ineinander stimmig zusammenpasst. So, wir starten. Und zwar habe ich hier vorne diesmal wieder mit einer Einstecktasche gearbeitet, die wir natürlich befüllt haben mit so verschiedenen Kleinigkeiten. Da habe ich zum Beispiel Buchseiten drinne, dann aus einem Kartenset einmal diese wunderschöne Karte. Ich habe ja gesagt, so ein bisschen das Thema Feen ist dabei. Hier dann noch mal eine selbstgemachte Tech-Karte. Das ist aus einem alten Buch, was ich dann zurechtgeschnitten habe, die man dann nachher super noch verwenden könnte. Dann habe ich hier eine einlaminierte Blume mit einem Eyelet festgemacht, die man dann eben auch noch so ein bisschen zum Spielen nutzen kann. Das ist ja immer toll, oder? Genau, weiter geht's auf der nächsten Seite. Das Ganze ist wieder eingenäht. Ich nähe die Seiten ja immer ein. Und zwar diesmal aber so, dass man sie am Rücken des Buches nicht sieht. Vorne haben wir hier Transparentpapier, was ich eben geprägt habe. Und auch wieder ganz viele verschiedene Papiere. Hier ist so ein ganz dünnes Papier, wo Blätter mit eingeprägt worden, als das Ganze getrocknet ist. Selbstgefärbtes Papier. Dann haben wir hier wieder eine kleine Einstecktasche. Also diesmal haben wir doch relativ viel schon zum Dekorieren in diesem Buch. Da habe ich einmal hier so eine Kräuterkarte und noch einmal eine Karte aus diesem Kartenset. Neun der Erde, auch wieder mit einer Fee. Und dieser kleine süße Briefumschlag, den habe ich mit meinem Envelope-Stanzboard mal gemacht. Und zwar habe ich hier so ein kleines Stück Stoff, was ich einfach dachte, passt hier perfekt rein. Und drei kleine süße Kärtchen. Die hat meine Tochter zu Stickern umgewandelt. Und ich dachte mir, komm, weißt du was, die passen hier ganz toll rein vom Thema. Da kann der neue Besitzer dann wirklich was ganz Tolles mit gestalten. Genau, diesen Briefumschlag habe ich mit so einem Klebepunkt zugemacht. Den kann man auch zur Not abnehmen und dann braucht man keine Angst haben, dass da was kaputt geht. Genau, hier wieder eine ganz alte Buchseite mit altdeutscher Schrift. Wieder nochmal Vellumpapier mit Pflanzen. Also wirklich alles so ein bisschen Natur angehaucht. Dann dieses wunderschöne Papier, das ist schon liniert, da könnte man jetzt eben noch ein bisschen was draufschreiben. Ein bisschen spitze, um das ein bisschen romantisch zu machen. Noten dürfen natürlich auch immer nicht fehlen, oder? Ich finde, Noten passen immer toll rein. Das ist geschöpftes Papier. Es fässt sich einfach schon so wunderschön an. Das finde ich ja so genial, ne? Weiter geht's hier mit einem Briefumschlag, den ich auf der einen Seite zum Beispiel schon ein bisschen dekoriert habe. Hier hinter ist so ein selbstgemachter Sticker von mir. Das mache ich ganz gerne zwischendurch mal. Obendrauf eben eine Fee in grün gehalten, farblich natürlich wieder passend. Und dann habe ich an diesem Briefumschlag auch wieder mit einem Eyelet einmal hier so ein Tag dran gemacht und nochmal eine geprägte Pflanze, die dann einlaminiert wurde, sodass sie eben haltbar ist. Genau, natürlich ist der Briefumschlag auch wieder befüllt. Wir haben nochmal eine dieser wunderschönen Karten. Diesmal ein Feenjunge und eine altdeutsche Buchseite. Genau, hier habe ich auch nochmal aus meinem Designpapierset, das hatte ich mal auf Transparentpapier gedruckt. Das habe ich einfach hier oben drauf geklebt. Ich dachte, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Dann dieses wunderschöne Designpapier.
Das ist aus einem Designpapier-Set, was ich habe. Lange geliebt und gehegt und gepflegt und nur gestreichelt. Jetzt durften mal ein paar Seiten ausziehen. Hier haben wir jetzt schon wieder was zum Dekorieren. Also ich sage ja schon, wir haben diesmal ein bisschen mehr. Genau, hier habe ich mal so eine Karte gestaltet mit Kaffee und Stempeln und allem, was so irgendwie ging. Auch die habe ich wieder zur Einstecktasche umfunktioniert, wo sich wieder Buchseiten und nochmal eine dieser Tags drinne befinden. Dann habe ich hier an diese Lasche vom Briefumschlag einfach nur was dran geklammert, was man eben auch noch weiter verwenden kann. Einmal ein Stück Designpapier, wunderschönes Vellum, das ist eine ganz tolle Farbe, und eine gepresste Mohnblume. Genau, das kann man eben nochmal abnehmen und dann selber weiter nutzen und gestalten. Hier haben wir nochmal das handgeschöpfte Papier. Ich fasse es einfach so gerne an. Das ist ja überhaupt nicht glatt. Das ist ja doch ein bisschen rau und man merkt auch so die Erhöhung und Vertiefung. Ist total genial. Noch ein bisschen was zum Beschreiben. Hier ist die Rückseite von dem Designpapier. Und genau, hier ist nochmal das andere Stück von diesem wunderschönen Papier. Designpapier, auch nur mit einem kleinen Sticker noch mal ein bisschen verziert. Ihr wisst ja, völlig überladen mag ich nicht. So ein kleiner Hauch von Deko darf gerne schon dabei sein. Wir starten mit der zweiten Signatur. Auch hier habe ich noch mal ein geprägtes Transparentpapier reingepackt. Das ist eben dieses Vellumpapier. Und auch mit Designpapier wieder gearbeitet. Diesmal dieser wunderschöne Baum. Hier haben wir dann nochmal Kräuter und nochmal einen kleinen Briefumschlag. Da haben wir dann nochmal einer dieser Kärtchen, noch nicht als Sticker umfunktioniert. Zwei kleine Sprüche, mach es dir gemütlich, Kuscheldeckenzeit. Weil ich dachte, das kann man natürlich auch ganz toll im Herbst machen, dieses Journal. Ne? Das ist so von den Farben her schon ein bisschen an den Herbst angelegt und da passt es einfach ganz toll. Hier haben wir dann nochmal eine Blume und eine Karte nochmal, 10 der Erde. Auch hier wieder als Einstecktasche geben, arbeitet der Briefumschlag. Also man kann wirklich ganz, ganz viel drinne aufbewahren und mitnehmen. Hier habe ich meine Serviette mit eingebunden. Die kann man noch aufklappen und noch ein bisschen gestalten, wenn man möchte, weil sie farbmäßig einfach super mit reinpasste. Genau, Designpapier, das ist das vom Cover auch. Das passte hier einfach nochmal gut rein. Hier ist nochmal so ein doppelter Sticker. Da habe ich erst diese Blume und dann drüber weg diesen Spitzensticker. Das passt da einfach ganz toll. Hier ist nochmal so ganz, das erinnert mich so an dieses Teebeutelpapier. Wenn ihr so Teebeutelpapiere, die man so selber befüllen kann und nachdem das aufgegossen ist, dann sehen die genauso aus und die fühlen sich auch so an. Total, total cool, wirklich. Genau, ein bisschen was zum Schreiben. Dann habe ich hier nochmal so mit dem Eyelet einfach so ein Stück Chiffon mit eingestanzt. Und hier unten wieder eine kleine süße Fee. Hier nochmal einer von den selbstgestalteten Stickern. Hier auch. Plus das Vellum. Also wirklich, man hat ganz viel zu gucken und ganz viel Platz noch zum selber gestalten und machen und tun. Hier habe ich nochmal diesen Feenjungen. Den fand ich auch total cool. Genau, hier dann nochmal die Rückseite oder die andere Seite von dem Vellum mit den Kräutern und auch nochmal das geprägte Transparentpapier. Hier sehe ich gerade, hier haben wir eine wunderschöne kleine Fee, würde ich sagen, oder eine Waldkönigin. Wunderschön. Das ist jetzt die dritte und auch die letzte Signatur. Da habe ich dann wieder mit Büroklammer gearbeitet, sodass man das eben rausnehmen kann. Man ist nicht gezwungen, dass es drinne bleibt. Eine alte Buchseite und dann einmal eine Karte, die ich selbst gestaltet habe, in groß. Kann man natürlich auch super noch verwenden, um dann kleine Geheimnisse hinten drauf zu schreiben. Das sieht man dann ja nicht sofort. Hier ist nochmal ein Stück Designpapier. Und hier unten, ich habe so Sticker mit so getrockneten, verdorrten Blumen. Und die sind so cool. Das passt hier einfach perfekt rein. Dann eine ganz alte Karte, die ist, also die sieht auch wirklich so aus. Die habe ich nicht auf alt gemacht, sondern die sieht so alt aus. Ich weiß nicht, wie lange die bei meinem Opa lag. Aber ja, jetzt durfte hier mal ein Stück mit rein. Ich dachte, das passt auch nochmal ganz schick. Genau, hier ist nochmal ein Stück Serviette. Nochmal dieses wunderschöne Designpapier in einem anderen Motiv. Und, ach, guckt euch das mal an. Ist das nicht der Hammer? Es ist so, so cool.
Genau, hier oben nochmal mit dem Eyelid gearbeitet. Diesmal dann so ein, das ist so ein Transparenzstreifen und dahinter dann so ein so ein Stanzteil als Spitze so ein bisschen gearbeitet. Natürlich nochmal ein bisschen Tortenspitze. Hier mit diesen Libellen, die so gold sind. Ach, auch wunderschön. Genau. So, hier hinten geht es weiter. Wir haben hier nochmal so ein Zettel mit oder so ein Designpapier mit verschiedenen Kräutern und Pflanzen. Das hier fand ich passte auch themäßig sehr, sehr gut rein. Eine alte Buchseite, die ist auch noch richtig dick. Also, ich habe die extra rangeklammert, weil ich Angst hatte, wenn ich die jetzt knicke, dass die dann auseinanderbrechen. So alt, ganz alte Papiere können ja auch ganz gerne mal brechen. Genau, hier habe ich dann auch nur mit einem Sticker gearbeitet, um das nicht zu voll zu machen, das Ganze. Hier ist die andere Seite vom Designpapier und es ist so schön. Also so wirklich schön. Und hier auch nochmal die andere Seite. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Schöne und das Biest hier, ne? Das könnte man natürlich auch super in so einem Journal verwenden. Die andere Seite der Karte, hier Eckernförde. Da komme ich, also ich komme ja ganz oben aus dem Norden, so bei Flensburg. Daher ist diese Karte auch von recht weit oben. Ja, total cool. Und zu guter Letzt haben wir hier hinten auch nochmal eine Einstecktasche. Jetzt wollte ich gerade die Einstecktasche rausziehen. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool gewesen. Hinten zwei von den selbstgestalteten Tags. Eine alte Buchseite. Nochmal ein Stück von diesem wunderschönen geschöpften Papier. Und zwei Stücke von dem Cover. Was wir hier als Cover haben, habe ich hier nochmal. Das kann man dann eben super nochmal im Buch irgendwo auffangen, themenmäßig. Und dann geht es hier nochmal weiter. Hier habe ich nochmal zwei von diesen Spitzenstickern dazu gepackt. Und ich habe so ganz alte, die nennen sich Zigarettenbilderbücher. Und da habe ich diese beiden jetzt hier rausgenommen. Ich dachte, die passen ganz gut. Hinten ist auch immer so eine kleine Beschreibung mit drauf. Und ich finde die einfach total toll. Und dann dachte ich mir, komm, die packst du hier nochmal mit rein. Auch diesen Umschlag habe ich aus Vellum einmal selbst gestaltet, weil ich das ganz cool finde, wenn man so einen leicht durchsichtigen Umschlag mal hat. Genau, hinten sieht das Ganze so aus, also relativ gleich wie vorne. Ich wollte diese Spitzenapplikation nicht trennen und deswegen habe ich sie eben komplett aufgenäht. Ich zeige euch das mal im Ganzen. Ist es nicht wunderschön? Also ich finde es wunderschön und bin froh, dass ich es jetzt fertig habe. Es hat länger gedauert als gedacht. Nicht so lange wie das Märchenjournal. Das ist auch noch verfügbar. Da könnt ihr dann gerne mal im Shop gucken, wenn ihr möchtet. Und das hier werde ich jetzt dann gleich mit dem Online-Stellen des Videos auch online im Shop stellen, so dass eben alle die gleiche Chance haben. Und kann jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieses Journal genauso gut gefällt wie mir. Und ja, denkt dran, bleibt immer schön gesund. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.